Ganz genau. Kundinnen und Kunden der AOK standen heute vor verschlossenen Türen, denn die größte Krankenkasse in Sachsen-Anhalt verschärft ihren Infektionsschutz. Das war heute für viele AOK-Kunden ärgerlich, zumindest für die, die die Ankündigung verpasst haben und in eines der 44 Kundencenter gehen wollten, geschlossen auf unbestimmte Zeit. Zum Schutz der Versicherten und der Mitarbeiterinnen vor einer Ansteckung setzt die Krankenkasse jetzt auf ihre Online-Dienste. Man kann natürlich auch E-Mails schreiben oder die Online-Geschäftsstelle im Internet aufsuchen. Es gibt auch eine App, wo man seine Anliegen erledigen kann. Also solche Dinge wie eine Arbeitsbescheinigung einreichen, eine Krankheitsbescheinigung, einen Antrag auf Kindergeld oder die persönlichen Daten ändern lassen. In unaufschiebbaren Angelegenheiten besteht aber weiterhin die Möglichkeit einer persönlichen Beratung. Wir raten auf jeden Fall, erstmal telefonisch einen Termin zu vereinbaren und sich zu melden. Und dann können wir genau sehen, ist das ein Anliegen, was man dringend persönlich besprechen kann und was auch nicht aufzuschieben geht. Wer keinen Internetzugriff hat oder sich nicht mit der AOK-App auskennt, kann die kostenfreie Service-Hotline anrufen. Diese ist jeden Tag rund um die Uhr erreichbar.